In dieser Yandere-Folge thematisieren wir ein sehr sensibles Thema. Denn einige haben mir die Aufgabe gestellt, Leute mobben zu lassen. Und noch viele coole Aufgaben mehr. Ich möchte zu diesem Video sagen, dass Mobbing scheiße ist. Jeder, der mobbt, ist ein Arschloch und jeder, der gemobbt wird, muss sich unbedingt allen anderen anvertrauen. Seid da für die Schwachen und setzt euch für sie ein. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Yandere-Folge. Schreib mir gern weitere Aufgaben in die Kommentare. Yandere Simulator is supported by the following sponsors. So, willkommen zu einem neuen Yandere Simulator Video. Und heute habe ich wieder geile, tolle Tipps von euch bekommen. Und natürlich auch wieder Aufgaben. Und da fangen wir direkt mit der ersten an. Der liebe Colin LP hat geschrieben: Könntest du bitte dafür sorgen, dass sich jemand selbst umbringt wegen Mobbing? Aber natürlich, Colin. Aber zuerst möchte ich sagen, Mobbing ist scheiße. Wer mobbt, ist ein Arschloch. Wer gemobbt wird, muss sich unbedingt Hilfe suchen und muss dafür sorgen, dass er nicht mehr gemobbt wird, indem er sich Lehrern und den Eltern und Freunden anvertraut. Ganz wichtig, Mobben ist Kacke. Das möchte ich so viel mal dazu. So, wir suchen uns mal ein Mobbing-Opfer aus. Ich würde sagen, nehmen wir mal sie. Kann ich hier nicht irgendwie die hier seht ihr, kann ich Reputation runter machen. Machen wir die mal auf, kann ich die auch wieder Plus machen? Machen wir sie auf minus 53. Das müsste reichen, um geschitzt zu werden. So, meine Liebe, du wirst heute eine sehr schwere Schulzeit haben. Seht ihr, sie läuft jetzt schon so arm gebuckelt. Das heißt, sie ist schon jetzt in der Position eines armen Mobbing-Opfers, was uns überhaupt nicht gefällt. Aber wir werden jetzt das Ganze ein bisschen verfolgen. Vibe, wo bist du hin? Hier. Was macht sie denn jetzt? Hallo, du musst in die Klasse gehen. Hör auf. Was macht sie jetzt? Ach so, die setzt sich da jetzt hin. Normalerweise tut die Arme doch Blümchen gießen. Oh, guck mal, jetzt will sie auch nicht mehr fotografiert werden, die Arme. Oh, weil sie war... Oh, wie arm. Oh nein, guck mal. Moment mal, was machen die denn? Ach, kacke, die haben den Tisch bemalt, die Bitches. Oh mein Gott. Kill yourself, get lost, you better watch out. Boah, von der ganzen Klasse. Ich hoffe, du springst vom Dachboden. Böse! Was für böse Bitches. Also egal, wie die Folge ausgeht, ich muss mich an diesen Bitches nachher auch noch rächen. Ich spule jetzt mal vor, bis die Arme in die Klasse geht und das sieht. Ach, Mobbing ist so scheiße. Ich habe immer den Leuten, die gemobbt wurden, habe ich immer geholfen. Ich war immer die Mama der Gemobbten. Wenn ihr sowas seht, Leute, schaltet euch ein und unterstützt die Leute. Das dadurch zeigt ihr wahre Stärke, wenn ihr zu den Schwachen haltet. Was heißt Schwachen? Aber es gibt immer Arschlöcher, die sich schwache Leute raussuchen. Deswegen haltet zu diesen Leuten. Richtig eklig, ja, auch zu lachen. I can't talk, ich muss lachen. Oh, die arme kleine Wurstel. Ich mach mit. Oh, oh, so eine Bitch. Oh, was für eine dumme Bitch. Ich hab's fotografiert. Oh. Ich werde euch verpetzen, Bitches. Dann gucken wir, wie es der Arme da geht. Ich möchte mal ganz kurz auch gleich nochmal hochgucken, ob die da immer noch in ihrem Klassenzimmer sitzt. Ach, die Arme, da läuft sie jetzt mit ihrem Schwammel. Ich komme mit. Ah ja, genau, jetzt tratschen die Arschlöcher. Hier, die lästern jetzt über die. Das dokumentiere ich alles. Okay, die tuscheln hier jetzt und lästern. Dann gehe ich gleich mal zur Rektorin und versuche mal zu lästern. Ich habe keine Ahnung, denn ich kann sie nicht mehr finden. Wo ist die Rektorin bitte hin? Warum kann ich nicht mehr zu der rein, Mann? Eigentlich müsste ich Mobbing theoretisch auch verpetzen können. Eigentlich sehr unlogisch, wenn ich es nicht machen kann. Kommen wieder die Bitches, malen die jetzt auf ihren Tisch. Können wir sie vielleicht diesmal dabei erwischen? Machen sie es ernsthaft wieder? Ach, diese Miststücke machen es schon wieder. Diese ekelhaften. Oh. Fangen sie schon wieder an damit. Die machen schon wieder das Gleiche. Ja. Lass euch doch wenigstens mal was Neues einfallen. Jetzt gehe ich heim und dann dürfte sie eigentlich nicht mehr in die Schule kommen. The Guardian Club no longer has enough a member to... Oh, sie hat sich umgebracht. Oh nein, sie hat sich umgebracht, deswegen gibt es keinen Member mehr. Oh nein, die Arme. Kann ich eigentlich so lange in der Schule bleiben, bis keiner mehr da ist? Ich sollte eigentlich mal so lange in der Schule bleiben, das mache ich in der nächsten Folge, bis alle weg sind und gucken, wann mich die Schule rausschmeißt. Vielleicht kann ich sogar nachts in der Schule sein. Doch eine gute Idee. Sie ist nicht mehr da. Und keiner trauert um sie. Keiner ist traurig. Nicht mal ihre Freunde. Niemand. Niemanden juckt's. Wegen diesen Mistgestalten. Die werde ich jetzt allesamt umbringen. So, machen wir es damit. Ey, Baby. So. Das für dich. Nein, warum kann ich mich nicht bewegen? Was? Also das ist ja richtig erbärmlich, dass sie mich jetzt... Dass sie mich jetzt...
Wir haben noch eine zweite Sache. Und zwar hat mich da jemand getriggert. Und zwar wurde da geschrieben von dem lieben Melonenkrieger 1. Senpai kann man mit einem bestimmten Hack töten. Und ja, ich habe mich schlau gemacht und es ist scheinbar möglich. Ich weiß noch nicht, ob es noch möglich ist, weil es geupdatet worden ist. Aber wir werden versuchen, dass Senpai nicht mehr da ist. Ich werde mir hier jetzt erstmal wieder ein Opferli raussuchen. Sie werde ich mir raussuchen. So, machen wir mal Send. Die hat eh schon eine schlechte Reputation. Machen wir die noch ein bisschen schlechter. So, ich möchte mit dir über Bullying sprechen. At 37. Gucken, ob sie das macht. Lame. Was? Da rollt es. Da rollt es. Mann, wieso geht es nicht? Moment, das kann doch nicht wahr sein. Maybe I should meet them. Ja, sie tut's. Mobber Bitches, wo seid ihr? Scheiße. Ach, die hängen da alle fest. Ach, das ist ja klasse. Mann, ich brauche euch doch. Jetzt lösen sie sich auf. Mensch, Mädels, sie sind alle festgesteckt gewesen. Mann, Leute, also die Verstopfungen heutzutage sind aber auch nicht mehr feierlich. Also hier ist ihre Klasse, oder? Weil die waren ja vorhin nicht hier. Ah, okay, alles klar. Diese blöden Bitches. Sorry, aber das muss ich echt mal sagen. Das speichere ich mal ab. Wunderbar. Die beschmieren jetzt den ganzen Kack. Jetzt hier kann ich offer oder ich kann mit ihr reden. Ich habe deine Notiz gefunden. Was möchtest du sagen? Shir, schau dir mal dieses Foto an. Ach, jetzt kann ich ihr das Foto zeigen und sagen, wer es war. Sie selber. Das ist die Person, die über dich Gerüchte verbreitet. Ich brauche etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Oh mein Gott, das ist so böse. Die Arme. Okay, jetzt haben wir ihr quasi gesagt, wer ihr Mobber ist. Und eigentlich ging das mit Senpai. Das wurde jetzt aber leider rausgepatcht. Also wenn ihr noch einen Weg kennt, wie ich Senpai eliminieren lassen kann, dann schreibt es mir in die Kommentare, weil es wurde jetzt rausgepatcht. Aber vielleicht kennst du ja noch eine Möglichkeit, wie es doch geht. Sie müsste jetzt... Ah ja, sie sitzt hier. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sie wird sich nämlich jetzt gleich rächen. Denn sie hat sich entschlossen, die Person, die ihr all das angetan hat, jetzt zu eliminieren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und eigentlich ging das bei Senpai. Es ging bei Senpai. Jetzt geht's aber leider nicht mehr. Es ist gruselig. Stell mal vor, du gehst in die Schule, da kommt so ein Psycho auf dich zu. Kill. 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 Ja, eigentlich ist es hier auf den Senpai losgegangen. Ich dachte gerade, sie geht auf Senpai los. Das ist doch gar nichts. Oh. Wie wär's dann, wenn ihr helfen würdet? Denkt dran, Leute, Mobbing ist schlecht. Ja, und sonst so, nächste Aufgabe. Also eigentlich ging es geht nicht mehr. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es jetzt doch geht. So. Nächste Aufgabe ist, von Prinz Ranger, kannst du ihn mit den Sea Falcon Move umbringen? Ich weiß zwar nicht mehr, wen du genau mit ihm meinst, aber ich würde mich gerne an Mobbing-Arschlöcher ein bisschen rächen und habe da eine ganz, ganz feine Idee, damit du zufriedengestellt wirst, mein lieber Prinz Ranger. Eben mal Punch Falcon Mode hier. Okay. Und da würde ich sagen, hä? Ich will die doch attacken. Warum kann ich nur mit denen talken? Hallo? Oh, guck mal, die bringt jetzt wieder jemanden um. Die bringt jetzt schon wieder die gleiche um. Ach, die ist jetzt jedes Mal dabei? Oh Gott. Machen wir halt den... Oh shit, was ist denn das Gruseliges? Ih. Ist ja richtig ekelhaft. Kann ich denen jetzt irgendwas antun? Ich kann die nicht mehr angreifen, verdammte Scheiße. Warum nicht? Das ist ja richtig absurd. Mann, ich will die doch nur... Ich will die doch nur angreifen. Warum geht das nicht mehr? Dann machen wir halt Slender Mode. Wie gruselig ist das denn, ey? Boah, ist das unheimlich. So, kann ich die jetzt... Wieso kann ich die nicht mehr angreifen, Mann? Okay, wir kommen zur nächsten Aufgabe. Und zwar habe ich jetzt von jemandem eine Nachricht erhalten. Und zwar Leon Helm sagt, der Direktor erschießt dich, wenn du ihm zu nahe kommst. Ja, und das werden wir jetzt mal testen, weil ich habe das letztes Mal mit dem Rektor gesehen. Und ich konnte den Rektor aber... Ich komme nicht mehr rein und ich weiß nicht mehr genau, wo er war. Aber wir probieren das einfach mal. Hier, da kann ich nicht mehr rein. Das war offen, verdammte Scheiße. Und einer von euch hat noch was anderes Interessantes gesagt. Anime Sahara sagt, ist zwar keine Frage, aber eine Aufgabe. In Occult Club gibt es ein Messer, das in einem Totenkopf steckt. Nimm das Messer, töte jemanden, stecke das blutige Messer zurück in den Topf. Es passiert etwas Cooles. Okay, ich bin gespannt. So. Scheiße! Damit murkse ich jetzt schnell jemand ab und dann stecke ich es wieder rein. Schnell, schnell, die Zeit drängt. So, das war für dich, das war das Abschiedslied. Dann würde ich mal sagen, let's get ready to rumble. So, okay. Was passiert jetzt? Hä?
was ist denn das jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der da dead body? Hä? Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Das sieht ja cool aus. Kann ich nicht mehr. Ach, die kann ich auch werden. Ach, ist das geil. Cute. Du bist ein süßes kleines Ding. Ach, die gönnen mir ihre Power. Ach, ich muss denen ihre... Ach, okay. Ich verstehe. Ich muss quasi denen ihre Aufgaben erfüllen, um quasi dann wie sie das machen zu können. Es gab noch eine letzte coole Aufgabe, die ich noch erledigen wollte. Und zwar hat mir die gerade eben erst jemand geschrieben. Die fand ich sehr, sehr cool. So, und zwar habe ich von der Louis Minz, hat mir gerade vor 8 Stunden war das geschrieben. Ich erkläre dir, wie man in Yandere-Simulator fliegen kann. Du brauchst einen Eimer und dann gehst du mit dem Eimer auf das Dach und du stellst den Eimer an den Zaun. So kannst du auf den Zaun. Du stellst dich an die Ecke des Zauns und lachst. Viel Spaß. So, hier den Eimer meinst du wahrscheinlich, oder? Bucket. So, jetzt kann ich den hier irgendwie abstellen. Oder wie soll das funktionieren? Ich glaube, für den Zaun muss ich doch erst jemanden hier runterschmeißen. Nur dann gibt es einen Zaun. 3 Tage später. So Leute, letzter Versuch. Ansonsten musst du mir nochmal genau sagen, was du mit diesem Eimer meinst und ob es ein Eimer sein muss oder ob der Bucket reicht und wie das mit dem Zaun gemeint ist. Ah, oh, ich hasse dich. Jetzt reicht's mir aber. Hä, was bin ich denn jetzt? Hi. Hä, ich bin ein Typ. Was kann ich denn machen? Warum bin ich ein Typ? Hä? Ach, ich bin jetzt ein Typ? Oh, hallo. Das könnte in der nächsten Folge doch spannend werden, Leute. Vielleicht checke ich mir eine Chica ab. Ja, Leute, das war's von der Folge. Lasst einen Ruf nach oben da. Schreibt weitere lustige Ideen und Fragen und Aufgaben in die Kommentare und beantwortet mir bitte, wie kann ich das mit dem Fliegen machen? Wie finde ich den Rektor? Und gibt es eine Möglichkeit, Senpai zu eliminieren? Diese 3 Fragen habe ich an euch und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und ich sage Ade mit E. Washi.